Folge Nummer 34 von Avorion. Wir hatten letztes Mal... okay, meiner 3 wurde kritisch getroffen. Wir hatten letztes Mal die Lady losgeschickt. Die sollte da einspringen und dann da einspringen, aber der Miner wurde kritisch getroffen. Das bedeutet, wir springen mal besser hier rein, ne? Oder sagen dem Miner schnell, spring mal da hin. Weg ist er. In der Hoffnung, dass jetzt nichts mehr passiert. Jetzt haben wir die Lady hoffentlich nicht den Befehl weggenommen. Nein, haben wir nicht. So, der Miner 3 sollte aber da was tun. Und das war jetzt wahrscheinlich dann nicht mehr möglich. Oder wie sehe ich das? Miner 3. Meine da mal. Und dann, da ist ein Ressourcendepot und da kann er auch in einem Stück hinspringen, ne? Dann verkaufen, dann da hinspringen und dann wieder Asteroiden abbauen. Geh zu 5. Ne, geh zu 1, alles klar, passt. Dann ist das erledigt. Der war mit Springen beschäftigt. Der ist auch mit Springen beschäftigt. Da werden Asteroiden abgebaut, was so sein soll. Und hier sind sie mit Springen beschäftigt. Aber er ist schon durchgesprungen, oder wie sehe ich das? Da. Gut, wir sind aber bei der Lady noch nicht ganz fertig eigentlich, ne? Meine 1 ist da oben und das läuft. Meiner 3 hatten wir gerade gesagt, der läuft auch. Der Discover. Soll mal da hinspringen. Ja. So, wir sind jetzt in der Drohne. Was ist mit der Lady? Die springt doch gar nicht, oder? Ja, weiß ich auch noch nicht. Ja. Im Schiff im Sektor wechseln. Gehen wir da mal gerade rein. Gucken uns das da an. Das war er. Ja, da war ja nichts mit. Das war ja so ein Schiff, wo wir eigentlich durch die Gegend mitfliegen wollen. Ja. Handelssystem. Warte mal, wir haben da noch ein besseres. Das war nur das. Dann kommt das da rein. Das war ja nicht so gut. Handelssystem aber sogar mehrere, ne? Das Slots plus 3. Wir haben aber keinen Slot mehr frei. Bringt also nicht so wirklich was gerade. Wir müssen es erweitern, das Schiff. Würde das jetzt aber eher als nicht zwingend sehen. Keine Handelsrouten entdeckt, wir suchen mehr Sektoren, um neue Handelsrouten zu finden. Ja, das bringt uns jetzt dann nicht weiter. Was ist hier los? Schiffswerft, Reparaturdock. Also. Ah, komm, dann machen wir Koordinaten der Navigationsdaten eingeben. Und springen da gerade rüber. Läuft, oder? Oder auch nicht, ne? So.
Titan und Eisen ist da unten links erhalten worden. Okay, das ist prima. Wir sind jetzt hier, um hier in die Schiffswerft zu gucken, oder? Reparaturdock? Aber wir müssen ja nichts reparieren. Schiff bauen kann man hier. Okay. Ja, sieht auch schick aus, ne? Könnte ich dann bauen. Mit Crew. Mit Crew und Kapitän. Da ist das, was wir dann vom Loot. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Loot Messi war das, glaube ich, der hatte das geschrieben. Einzelner Block, Rundungsschiff, Volumen, Skalierung, kann alles machen. Und so wird das Schiff immer größer, ne? Aber wir bauen ja selber. Gut, dann wissen wir das aber gerade. So, aber, das Schiff meiner in Sektor 1, schwer getroffen, Schwert steht bevor. Wieso ist meiner 3 jetzt schon wieder unterwegs da irgendwo? Spring mal schnell weg. Wieso werden die da, wird er da immer platt gemacht? Krass, oder? So, das bedeutet, wir müssen da jetzt mal hin und dürfen nicht außer Augen verlassen, dass wir im Reiter 1 waren. Schiff in Sektor wechseln. Ja, die mögen uns da unten wohl irgendwie nicht, oder wie sehe ich das? Können wir das so reparieren? Ich denke schon, ne? Ja. Jetzt ist wieder heiler. Da oben fehlt die komplette Crew, oder wie sehe ich das? Dann müssen wir zum Handelsposten hin und das wieder ausstaffieren. Sind die alle desertiert, oder was? Ich denke mal, hier war kein anderes Ziel, oder? Ah, guck mal, die Karte hat jetzt auch so Höhenlinien bekommen. Ja, jetzt haben wir das Problem, dass unser Akku gleich leer ist. Ja. Warte mal, hier ist ein, nee, hier ist ein Generator, ne? Ne, Titan-Energie-Container. Haben wir da oben doch auch schon. Ah, liegt wahrscheinlich daran, dass wir hier mit der Besatzung das Problem haben, ne? Das ist schwierig. Ja, jetzt müssen wir langsam dahin fliegen halt. Wenigstens füllt er sich schnell auf, der Generator, der Energiespeicher, ne? Ja, müssen wir langsam hinfliegen, bis das wieder klappt. Na dann. Oh, der Dockingport ist ja viel näher. Dann nehmen wir den da, oder?
So, jetzt sind wir dran. Und jetzt brauchen wir Crew. Da heuern wir an. Zwei Zeichen ist immer noch da. Nicht genügend Ingenieure. Geht nicht weg, ne? Ich glaube, wir müssen doch reingucken. Na doch, so viele. Wir brauchen einen Unteroffizier und sonst, ja, sonst haben wir alles genug, glaube ich. Also noch zwei Ingenieure und vier Techniker oder was auch immer sind, ne? Oh, wieder nicht angedockt, weil man einmal sein Schiff bewegt hat. Krass, oder? Wie, noch einer? Das kann jetzt nicht sein, oder? Wieso wird denn das da oben nicht weniger jetzt? Tatsächlich von jedem noch einen, ne? Du glaubst es nicht, oder? Jetzt bin ich aber gedockt, ne? Jetzt ist er erst weg. Und jetzt ist der auch weg und wir brauchen noch einen Unteroffizier. Die anderen Truppen sind Spezialtruppen. Ah ne, Quatsch, das war falsch. F wollte ich nicht, P brauchen wir. So, jetzt ist die Besatzung wieder gut, aber wir haben, ach ne, Crew haben wir sogar noch genug Platz, oder wie sehe ich das? 22 von 33, Moral ist auch gut. Crew-Quarantiere sind 22 von 33 in Benutzung, das heißt, wir haben noch Platz. Alles gut also. Kapitän haben wir auch. So, jetzt die Frage, ob dieses Schiff in der Lage ist, sich dann zu verteidigen. Oh, was ist hier los? Hier ist ja gar nichts los. Ein R-Bergbaulaser. Dann müssen wir mal gucken, ob wir da noch mehr haben, ne? Aber ich glaube, einen Abwracker haben wir noch. Ah, doch, es ist was da. Zwei sogar. Und da ist auch noch einer. Dann können wir den ja gleich einbauen, oder? Können wir auch nicht. Weil hier nicht das passende Material wahrscheinlich ist. Aber wir können das auch so machen, oder? Da ist noch ein Bergbauer. Der muss aber auch da unten hin. Machen wir da hin. Haben wir noch was? Kein R mehr da, oder? Nö. Und das ist der Abwracker, den wollen wir jetzt nicht. So, damit ist das erstmal durch. Das heißt, der ist jetzt auch viel besser unterwegs. Jetzt können wir nochmal ins P gehen und können nochmal gucken, ob wir hier auch das passende haben. Wir haben auch ein Bergbausystem hier, also ist der jetzt passend ausgerüstet. Wir haben sogar noch ein Slot, nee, zwei Slots sogar frei. Das ist schon fest integriert alles, das ist also gut. Lass mal hier nochmal reingucken. Okay, ist auch besetzt alles, passt. Er müsste natürlich noch eine Waffe haben zum Verteidigen, ne? Das würde vielleicht noch Sinn machen. Ich brauche noch einen Bergarbeiter. Kriegen wir gleich auch noch hin. Zwei Besatzungsmitglieder sind noch hier, das heißt, da können wir noch so einen hinsetzen. So, was wollten wir da? Wollen wir da noch was reinbauen, ist die Frage. Wir haben hier einen C-43-Detektor. Generator-Upgrade. Aber sogar zwei. Ja, das würde bedeuten, wir machen da erstmal eins rein. Den können wir auch fest installieren.
machen, wenn wir schon... Nee, das will ich lieber da oben freilassen und ein Dingens nehmen. Wie heißt es? Ein Hypersprung oder sowas. Den haben wir ja noch nicht. Keine Rad-Update war auch da sogar schon drin. Okay. Hier ist natürlich jetzt nichts Prickelndes dabei, ne? Da können wir noch die Lizenz für so unsere Güter kaufen, die brauchen wir aber gerade nicht. Jetzt ist das Ding natürlich auch viel schneller unterwegs, weil wieder Besatzung drauf ist, ne? Frage mich nicht, warum die alle gemeutert haben. Also rein theoretisch würde ich den ja jetzt hier hinschicken wollen, ne? Das ist jetzt ein Schiff von mir und das ist der Miner 3, ne? Ach, ich sitze wieder drin, deswegen geht das nicht, alles klar. Mhm. Komm, dann steigen wir da gerade erst aus. Ach so, warte mal, uns fehlt noch was zum Verteidigen. Haben wir da überhaupt was gehabt? Ne, da war das nicht, da war das. Eisenbergbau, Eisenbergbau, Dreifachmaschinengeschützturm. Okay, dann bauen wir den dann noch dran, ne? Und jetzt fehlt uns noch ein Kanonier. Den haben wir aber so an Bord. Denkst du? Wir brauchen auch noch zwei Unteroffiziere, alles klar. Wo ist jetzt hier unsere Station? Die muss doch hier auch irgendwo gerade sein, oder? Hä? Bin ich irgendwo anders hingesprungen? Nein, ne? Ach, ich bin kurz weggeflogen und da wir jetzt so eine gute Truhe haben, ging das so fürchterlich schnell, ne? Haben wir aber gerade Glück gehabt, glaube ich. So. Crew anheuern. Und Crew einsetzen. Obwohl, da hätten wir jetzt auch ein weniger machen können, oder? Wie sehe ich? Ne, 8,5. Achso, 10,5 und... Hä? Achso, okay. Sind dann doch zu viele. Ich weiß jetzt nicht, warum das mir mal so viele waren. Und Mechaniker waren doch zu viele hier. So, 6, 2. Jetzt passt's. Weiß nicht, warum da so viele waren. Ist jetzt auch egal, die kosten uns kein Geld. Und Offizier ist jetzt auch einer zu viel. Reicht nämlich einer jetzt. Ja, komisches System. Aber ist halt so. Da haben wir jetzt den Maschinengeschützturm. Das Ding kann sich jetzt wenigstens ein bisschen verteidigen. Da wollten wir noch einen Hypersprung haben. Den kriegen wir hier aber jetzt nicht. Fliegen wir gerade ein paar Meter weg. Und springen in die Dingens raus. Wow, das hat gut geknallt. So, und dann... hauen wir den Miner nochmal hier hin. Springt nach da, baut da ab. Und wir probieren das nochmal aus, ob er angegriffen wird jetzt. Springt dann nach da, verkauft dann, springt dann nach da und wiederholt dann. Sollte so funktionieren. Und dann müssen wir gucken, ob er noch angegriffen wird. So.
So, da müssen wir dann gleich hin zum Reiter 1. Den haben wir gemacht. Ne, meiner 3 ist jetzt da ohne was. Hä? Der hat Aufgabe. Lady müsste gesprungen sein eigentlich schon. Ja, ist er auch. Wieso hat der jetzt keinen Auftrag? Hä? Voll doof, oder? Ja, dann auf ein neues. Meinen. Rüberspringen. Verkaufen. Rüberspringen. Wiederholen. Er macht es. So. Meine 1. Meine 3 passt. Reiter 1. Den wollten wir machen, wenn wir mit dem anderen durch sind. Und die Lady hat jetzt noch keine Aufgabe. Aber die Lady hat jetzt Sprung gemacht, Ressourcendepot, Handelsbüro, Reparaturdock. Gut, ich glaube, am Reparaturdock setzen wir die Dingens, wie heißt es? Rekonstruktionsmarke. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben, genauso gerne wie das Video teilen auf anderen Kanälen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.